Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder neue Informationen und zwar zu einem neuen Suchen und Zerstören Turnier. Es sind ja jetzt, glaube ich, auch gestern oder heute neue Maps beim Suchen und Zerstören Modus hereingekommen. Einmal Straßen und Bucht. Vorher war ja eine Fabrik-Map und dann Schiffs-Map. Ich glaube, Bucht ist aber nicht die gleiche Map. Ist auf jeden Fall ganz nice, dass jetzt neue Maps drin sind. Ich weiß gar nicht, ob die heute reingekommen sind oder gestern reingekommen sind. Wenn euch solche Informationsvideos natürlich gefallen, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich denke mal, heute werden wir ein bisschen Arena zocken. Und der ganze Wettkampf, der jetzt die nächsten Tage stattfinden wird, heißt Liebe und Krieg suchen und zerstören Turnier. Wie gesagt, geht über mehrere Tage, nicht wie beim letzten Mal nur ein einziger Tag. Und es ist auch mit einem ähnlich wie beim World Cup mit einem mit verschiedenen Stages sozusagen. Das heißt, man hat eine offene Stage, dann hat man die Halbfinals und dann die Finals, so wie es auch in zum Beispiel Fußball, in großen Fußballturnieren ist. Ansonsten die ganzen letzten Turniere waren ja eigentlich immer nur mit einem einzigen, mit den 10 Runden, die man dann hat, oder 15 Runden, die man hat, und mehr nicht. Beim offenen Turnier kann tatsächlich jeder mitspielen und ihr müsst jemand nur wie bei jedem anderen Turnier auch 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben und dann müsst ihr Konto Level 15 haben. Ansonsten kann jeder mitnehmen, solange ihr 5 Freunde habt, also insgesamt ein 6er-Team habt. Und dann kommen die 128 besten Teams in die zweite Runde am nächsten Tag. Also der erste Tag ist heute. Am Mittwoch 17 bis 21 Uhr, über 15 Runden. Morgen wird dann, also morgen am Donnerstag, wird dann von 17 bis 20 Uhr das Ganze sein in 10 Runden. Da können dann allerdings, wie gesagt, nur die besten 128 Teams aus dem heutigen Cup teilnehmen. Das heißt, ihr könnt morgen nicht mehr einsteigen. Und am Freitag ist dann ebenfalls von 17 bis 20 Uhr ein Turnier. Und dort werden nur die besten 32 Teams spielen können, das Ganze in einem K.O.-System. Das heißt, immer nur der Bessere von einem Duell, also es ist ja immer ein 6er-Team gegen ein anderes 6er-Team, das bessere 6er-Team, das das als erstes 4 Punkte schafft, wird dann eben halt weiterkommen und spielt dann gegen ein anderes Team, das ebenfalls als erstes 4 Punkte gemacht hat, dann spielen die zusammen, dann kommt wieder da der Bessere weiter und dann eben halt bis am Ende nur noch ein letztes 6er-Team gegen ein anderes letztes 6er-Team spielt und dann kristallisiert sich da eben halt der Gewinner raus. Das Ganze zurzeit zumindest nicht mit Preisgeldern. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch welche kommen, aber es steht eben halt nichts jetzt zurzeit dabei. Punktesystem ist ganz einfach wieder für heute und morgen. Der Gewinner bekommt 10 Punkte. Heute sind also bis zu 150 Punkte möglich. Und morgen sind dann bis zu 100 Punkte möglich. Und natürlich im K.O.-System gibt es keine Punkte mehr. Beziehungsweise die Punkte bringen einem nichts, weil man so oder so immer mit gegen Leute spielt, die genau gleich viele Punkte haben. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dieses System. Das sind soweit auf jeden Fall die Informationen dazu. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Videoideen für die nächsten Tage habt, was ich umsetzen könnte, also nichts zu Großes, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil zurzeit ja immer nicht ganz so viel passiert. Außer die Suchen und Zerstören Events jetzt zurzeit, was eigentlich auch ganz nice ist. Ja, wie gesagt, ansonsten eben halt keine neuen Map-Änderungen, kein Update, keine Changes, die wir zurzeit haben, außer eben halt immer noch die laufenden Liebe und Krieg-Challenges. Gibt es eben halt sonst nichts, worüber ich berichten könnte. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da irgendwelche Videovorschläge habt, die ich dann morgen umsetzen könnte. Und es gehen auch nochmal eine ganz große Grüße an alle neuen Zuschauer raus. Gerade läuft es wirklich extrem gut auf meinem Kanal. Ich habe teilweise einfach Abonnenten, die haben selbst 1000-mal so viele Abonnenten wie ich. Finde ich auf jeden Fall extrem krass. Und auch nochmal Grüße an Tristan, hieß er, glaube ich. Der ist auch immer sehr, sehr aktiv unter meinen Kommentarschreibern. Freut mich auf jeden Fall extrem. Genauso wie Casey, glaube ich, noch. Oder, ja doch, Casey, glaube ich, müsste der eine noch heißen.
Ich bedanke mich auf jeden Fall extrem. So etwas bringt dann richtig Spaß, wenn man so ein bisschen Interaktion mit der Community hat. Und ich hoffe natürlich, das Ganze läuft die nächsten Tage so weiter, die nächsten Wochen und Monate. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin und ich wünsche jetzt noch viel Spaß, vielleicht im Stream nachher, wenn ihr dort einschalten wollt. Link dazu, wie gesagt, immer in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.